geehrtes Publikum, die innere Medizin ist das Fach der Superlative. Das beginnt schon damit, dass Sie 9 Facharzttitel in einem Fachgebiet vorfinden, ein Alleinstellungsmerkmal. Sie sehen hier in Jahresscheiben, wie man in 5 oder 6 Jahren internistischer Facharzt wird. Etwa 3 Jahre davon werden gebraucht, um sich die fachliche Grundausstattung anzueignen. Die Basiskompetenz ist für alle Internisten gleich. Innerhalb des gewählten Weiterbildungsgangs ist man wie in einem Baukastensystem sehr flexibel. Wer zunächst auf den allgemeinen inneren Facharzt nach 5 Jahren Weiterbildung zugeht, linker Block, kann unterwegs noch ziemlich lange auf eine der Spezialisierungen mit 6 Jahren Gesamtzeit rechts abbiegen. Oder man macht erst den Internisten fertig und hängt danach einen Schwerpunkt als Zweitfacharzt dran, unter Anrechnung von Überlappung. Auch in der weiteren beruflichen Qualifizierung haben die Internisten mehr Möglichkeiten als andere Fachgebiete, hier mal auf einen Blick dargestellt. Und ebenso ist bei den Optionen für den passenden Arbeitsplatz eine besonders große Auswahl gegeben. Es gibt überall Teilzeitangebote, sodass Kombinationen, zum Beispiel ambulanter und stationärer Job nebeneinander, immer stärkere Verbreitung finden. Apropos Kombination. Was schätzen Sie, wie viele unterschiedliche internistische Berufsbildvarianten möglich sind, wenn man die eben gezeigten Optionen in der Zusammenschau betrachtet? Hier sehen Sie die theoretischen. Je nach persönlicher Vorstellung sind es Dutzende, Hunderte, Jahrtausende. Noch ein Superlativ ist die lange Tradition der inneren Medizin. Sie gilt als Mutter vieler anderer Fachgebiete. Ein entsprechend die wissenschaftliche Fachgesellschaft und der Beruf hier auf lauter alte Grauköpfe in Lackschuhen mit Flips und Kragen zu treffen. Ich will Ihnen jetzt live demonstrieren, wie rasant sich unser Fachgebiet wandelt und wie nah wir am Puls der Zeit sind. Dann geht es erst richtig los, denn im Schwerpunkt wird man groß. Du hast 1000 Möglichkeiten, kannst dich spät für eins entscheiden. Forschung oder Krankenbett, Ambulanz ist auch ganz nett. Hausarzt werden, Facharzt, Hausarzt werden, Assi bleiben, Aufstieg bis zum Chefarzt treiben, in der Industrie verdingen oder mit Hirschhausen singen. Innere Medizin ist die Königsdisziplin, die versteht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mit Hightech und Menschlichkeit wird gelindert jedes Leid. Wenn du dafür offen bist, komm zu uns, werd Internist. Skr, skr, skr. Hast du erst das Grundgerüst und bist Basisinternist, wirst du Schwerpunkt zugezogen von den Internistologen. Endokrinos mögen Drüsen, Nephros machen Dialysen. Perfusion ist Angio-Welt, jeder macht, was ihm gefällt. Gastroenterologen, Schwarm sind Magen, Leber, Galle da. Dunkle Röhren, Schleim befeuchtet. Jeder Winkel wird durchleuchtet. Mit der Endoskopiedrüse bis in die Bauchspeicheldrüse. Häufig liegt sich Liebesschmerz bei Jungen zur Corona-Intervention. Doch auch wenn der Rhythmus
Schlepper schiebt er den Katheter rein und renkt das Herzchen wieder ein. Immer Medizin ist die Königsdisziplin, die versteht, was die Welt im Inneren zusammenhält. Wenn du dafür offen bist, kommt zu uns, der Internet. Wähle neigungsmäßig aus deinem Start im Krankenhaus. Anamnese ausnotieren, selber fallen und punktieren, Volkskrankheiten gut zu kennen, Infektionen einzudämmen, all das hilft dir, Mut zu fassen, später nieder dich zu lassen. Innere Medizin ist die Zukunftsdisziplin. Wer zuerst mal Internist und dann Schwerpunktspezialist. Du hast 1000 Möglichkeiten, kannst dich später für eins entscheiden. Forschung oder Krankenbett, Ambulanz ist auch ganz nett. Hausarzt werden, Assi bleiben, auch die bis zum Chefarzt bleiben. Klug entscheiden, das ist wichtig. In Erinnerung bist du richtig. Wow. Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit.